Und willkommen zurück, wir machen weiter in Let's Play Tomb Raider, The Sanctuary, den Rest wisst ihr. Ich habe jetzt keinen Bock, das alles aufzuzählen. Wir sind nämlich wieder hier in dem Heiligen Brunnen, aber da könnt ihr die letzten Sekunden zählen, weil wir wechseln jetzt wieder zurück in die Sanctuary of Fire. Wir haben nämlich hier diese beiden Steine gefunden in der letzten Folge, Stone of Ice und Stone of Fire, und die können wir jetzt platzieren. Genau, den Stone of Ice, den könnten wir da oben einsetzen, wenn wir nach links laufen. Aber wir fangen jetzt mit dem Stone of Fire an, weil wir da die letzten Folgen schon waren. Und wir erstmal das fertig bringen wollen, was wir schon angefangen haben. Also wieder abtauchen und zum Einsatzort dieses Steins zurückkehren. Diesmal haben wir da mehr Erfolg, weil wir haben den Stein und können dann dieses große goldene Tor öffnen. Und ich bin jetzt wirklich mal sehr gespannt, was in diesem Tor auf uns wartet. Dafür müssen wir jetzt aber wieder, fällt mir gerade ein, hier oben lang klettern. Unten durchtauchen bringt ja nichts, weil wir müssen ja an die Seile kommen. So, und ich glaube, dass wir nämlich dann erst wirklich in die richtige Sanctuary of Fire kommen und dass das Ganze hier nur Vorgeplänkel gewesen ist. Die ganze Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann da irgendwie so einen Stein findet oder so einen Diamanten. Dasselbe dann auch in der Sanctuary of Ice. Und wenn man die dann beide an dem Heiligen Brunnen einsetzt, kommt man wahrscheinlich dann in das finale Level des Sanctuary of Water. So könnte ich mir das vorstellen. Dass das Wasserheiligtum dann... Sanctuary of Fire, genau. Dass das Wasserheiligtum dann das große Finale ist. Ups. Würde irgendwie Sinn machen. Das wäre jetzt so meine Theorie. Mal gucken, ob ich damit recht behalte. Würde irgendwie Sinn machen. Wir haben jetzt zwei goldene große Türen, zwei Sanctuaries. Uns fehlen zwei Steine, die wir beim Brunnen einsetzen müssen. Warum soll nicht hinter jeder Tür einer dieser beiden Steine stecken? Jeweils. Lassen wir uns überraschen und finden es heraus. Da brauchen wir nämlich nicht viel spekulieren, weil wir es jetzt bald sehen werden. So, dafür machen wir jetzt unser allseits beliebtes Spielchen mit Seilen. Seilschwinggeschichten. Juhu! Unsere größte Liebe neben Blockschieberätseln und Unterwassersäbeln. Das sind die drei schlimmsten Sachen bei Tomb Raider, muss ich immer wieder sagen. Und die nervigsten, habe ich ja auch schon erwähnt, sind natürlich die Geister und die Skelette. So, und jetzt darüber. Ja, das war ja voll entspannt diesmal. Und jetzt können wir unseren Stone of Fire einsetzen und die große goldene Tür öffnen. Ach, wie herrlich der da drin liegt, oder? Das erinnert mich jetzt voll an Tomb Raider 4, weil da kommen diese Steine her. Gut, dann schreiten wir durch diese Pforte. Diese Pforte. Wow. Ah, was macht der denn hier? Kannst du mal aufhören, da zu sein? Wir haben jetzt diese Steine, die sich so hin und her bewegen. Komm, stirb, Freundchen. Ich brauch doch keinen Mensch. Ach, das ging jetzt aber schnell. Der hört ja wirklich aufs Wort. Der ist ja mal nett. Der hört auf uns. Finde ich gut. So. Gucken wir mal so, ob hinter den Türflügeln noch irgendwas liegt oder versteckt ist. Ist ja manchmal dann auch so. Ist da ein Secret schlummert oder so? Obwohl, das ist auch generell möglich. Also jetzt habe ich wieder eine Idee gekriegt. Und zwar, wenn man jetzt hier hinspringt und das Ding vorbeifährt. Nee, hört das Level auf. Okay. Da war unser Forscherdrang jetzt ein bisschen zu übermotiviert. Oh, wir haben es sogar überlebt. Und durch. Irgendwie ist das immer anstrengend hier. Und durch. Ja. Okay, das hat ja voll gut geklappt. Und dann können wir wieder hier die Kiste einschießen und da wieder was finden. Nichts. Wieso ist die dann da? Verarschen kann ich mich alleine. Habe ich schon oft genug gesagt. So, und hier geht's jetzt runter. In die feurige Tiefe. Hm. Viele Leitern. Welche nimmt man?
Kann mich nicht entscheiden. Gehen wir jetzt mal hier runter. Und sterben einfach. Also das war schon mal nett. Die beste Entscheidung, da einfach mal so random hinzuspringen. Aber man könnte ja theoretisch vielleicht sogar dann hier so um die Ecken hangeln. Mit der dann mit einer Rückwärtsrolle irgendwie arbeiten oder keine Ahnung. Wir probieren es jetzt einfach mal. Vielleicht kann man ja hier sogar noch rumdrum. Ja. Das finde ich gut. Dann machen wir das mal so. Ganz entspannt. Lara lässt sich auch alle Zeit der Welt dabei. Lässt sich nicht hetzen. Und da hat sie auch schön recht. So. Wunderbar, Lara. Du machst das alles so toll. Jetzt kann man wahrscheinlich hier lang hangeln. So hangelt sie schneller um die Ecke. Und dann wieder an das andere springen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Genau, weil da macht sie einen auf den und dann aber darüber und darunter. Und da macht das alles voll Sinn und ist voll gut. Hui. So, und jetzt hier. Wiederum. Wiederum, wiederum. Ne, wiederum hier rum. Wow. Ja, das war jetzt nicht so geplant. Aber hat das Ganze ein bisschen abgekürzt. Warum nicht? So, und was bringt uns das jetzt? Ich glaube, wir haben uns verbuggt. Nein, wir haben nichts abgekürzt, wir haben es verbuggt. Mist. Hoffentlich müssen wir es jetzt halt alles nochmal machen. Das wäre nervig. Nee, passt. Wir hängen noch. So, und wenn man jetzt hochklettert, wo kommt man da hin? Ah, okay. Das sieht irgendwie richtig aus. Ich glaube, da haben wir was richtig gemacht. Okay. Ui, und tot. Das war doch nicht so richtig. Aber hätte ja sein können. Weil hier geht es jetzt nicht mehr höher, ne? Nee. Die Seite hangeln kann man auch nicht. Nö, das war ein bisschen... Weiß nicht. Aber vielleicht kann man auch hier auf dem Podest drauf, ohne dass man brennt. Und einfach sich mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Das ist vielleicht möglich. Ja. Verlieren auch kein Leben. Also wir können jetzt da unten irgendwie rein. Wir können hier drüben rein. Und hier links ist auch noch so eine Öffnung. Und sonst... sind ja halt wirklich überall nur Leitern. Okay, probieren wir es mal. Ich weiß nicht, inwiefern man an dem Topf vorbeilaufen kann. Da brennt man natürlich. War ja irgendwie klar. Ich will jetzt gerade mal... Ich habe eine Idee. Und zwar hangeln wir uns jetzt so um die Ecke, dass wir an der vorderen Ecke stehen und von da können wir besser irgendwo reinspringen. Wie hier unten zum Beispiel, so reinlaufen oder so. Ist doch eigentlich gehen, oder? So, einmal hier Selbstmord machen. Ja, tatsächlich. Aber man kann das ja auch springen. Ist ja trotzdem möglich. Dass man dann so da reinspringt, genau. Ob das jetzt so gedacht ist, weiß ich nicht, aber es war jetzt halt mal unsere Lösung. Was ist das hier? Kann man gar nichts mitmachen. Aber das ist vielleicht wichtig, um da rüber zu kommen. Das hätte man aber auch über die Leiter machen können, sehe ich gerade. Egal. Und ich glaube, dass wir später irgendwann hier noch die Plattform hochfahren und dann irgendwie was Tolles machen können. Was wir jetzt noch nicht machen können. Genau, da müssen wir jetzt irgendwie reinkommen. Am besten mit so einem Kurvenbananensprungmäßigen Ding. Ja, so habe ich mir es vorgestellt. Genau, und jetzt sind wir nämlich hier. Gut, dann machen wir mal... Nein. Haben wir gespeichert? Ja, puh. Das wäre sonst ärgerlich gewesen. Hätten wir den Ecksprung wieder machen können. Den Eck... Irgendwie habe ich heute so... Wortaussprechungsstörungen. Gibt's sowas? Ich glaube schon, oder? Also keine Sprach... Nein. Doch, Sprachstörung, aber keine Wortfindungsstörung. Das ist ja wieder was anderes. Egal.
Fassen wir es einfach zusammen, dass ich gestört bin. Und wie man das auslegt, ist dann eure Sache. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu hart mit mir und schreibt es bitte nicht in die Kommentare, das wäre verletzend. Einladung an alle Hater, euch mal richtig über mich auszulassen. Nee, Quatsch. Was bringt denn das jetzt? Also das ist immer noch zu. Probieren wir mal darüber zu springen. Ich weiß nicht, das könnte doch vielleicht gehen, oder? Sonst wäre das doch so nett. Ja. Ich glaube, wenn man noch so einen Ticken mehr Anlauf nimmt und später abspringt, jawohl. Gut, und da kommt die Glocke, die wir die ganze Zeit schon angezeigt bekommen. Und mal gucken, was dann passiert. Wir gehen auf jeden Fall Treppen hoch. Beziehungsweise eine. Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Mhm. Glocke schießen wir gleich mal an. Ne, schon wieder so ein nerviger Ritter. Zwei Stück. Jetzt treffen die gar nicht mehr. Doch, jetzt wieder. Aber die halten ja auch nicht so viel aus. Die sind ja relativ schnell tot, zum Glück. Freundchen. Ja, einer ist tot. Der andere braucht, glaube ich, auch nicht mehr lang. Gut. Aber ich finde, die sehen echt cool aus. So, da laufen wir hoch, wenn wir die Glocke angeschossen haben. Das machen wir als erstes Mal. Will aber nochmal gucken, ob hier in den Ecken noch irgendwas ist. Ja, das ist auch ein Durchgang. Und hier auch. Okay. Dann schießen wir gerade erstmal die Glocke an. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Kannst nochmal mit... Finden wir eigentlich das Revolver auch mal irgendwann? Wir finden immer Munition, aber gar kein Revolver. Bin das jetzt nochmal mit einem stärkeren Geschütz? Aber nee, Lara, das will Lara nicht einschießen. Dann halt nett. Und ich finde, wir können jetzt auch mal ein bisschen die Armbrust verwenden, weil dafür haben wir sie ja. Nicht, dass wir am Ende wieder die ganze Explosiv-Ammo gehortet haben und nicht mehr mit anfangen können. Das ist immer ätzend. Und ich glaube, das hier wird auch so richtig ätzend. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Gehen wir erstmal einen anderen Weg. Keine Lust. Schauen wir mal, was hier ist. Vielleicht ist das irgendwie netter. Da geht es auf jeden Fall auch hoch. Ah. Das sieht offiziell aus. Okay, ich glaube, das ist relativ klar, was wir hier machen müssen. Wir müssen wahrscheinlich den Schlüssel auftauen. Indem wir irgendwie mit den Spiegeln das Licht oder irgendeinen Strahl, den wir vielleicht noch erzeugen, wieder drauf lenken. Aber auch bevor wir hier hingehen, möchte ich trotzdem jetzt nochmal schauen, was bei der anderen Treppe wäre. Vielleicht bleibt man da nochmal in diesem Raum, dass wir dann... das zumindest abgehakt haben, bevor wir jetzt die anderen zwei Wege gehen. Da ist schon wieder so ein Ding in der Wand. Aber da kann man nicht reingehen. Genau, hier kommt man nämlich jetzt hier drauf, wo die Glocke hängt. Links und rechts ist eigentlich nichts. Hier kann man noch weiter hoch. Passt Lara gerade so durch diesen kleinen Torbogen. Ah, okay, das kann mit der Stelle da zusammenhängen. Wow, okay, das sieht interessant aus. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder was ganz anderes ist. Also hier haben wir jetzt, glaube ich, sehr viel zum Rätseln. So eine Glaspyramide. Weiß nicht, was das Ding jetzt hier macht. Hilfe. Können wir nochmal machen? Na, oh. Haben wir es jetzt verbuggt? Weil das Ding kennen wir doch aus Tomb Raider 4, das System, oder? Ah ja, genau. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Cool.
Sind das jetzt hier Spiegel? Ne, das sind alles Räume, wo man das auch machen muss, oder? Sehe ich das richtig? Aber ich glaube, das ist schon mal jetzt richtig. Das war doch schon mal ein guter Fortschritt. Ich könnte mir das nächste zum Beispiel vorstellen bei den verschiebbaren Blöcken. Mit dem Feuer, dass da irgendwie noch so ein Ding dahinter ist. Was man aktiviert. Und das hat dann bestimmt Auswirkungen auf den großen Raum, wo wir den Schlüssel tauen müssen. Würde irgendwie Sinn machen. Wir können jetzt mal probieren, hier mit den Pistolen drauf zu schießen. So beim Vorbeifallen. Ne, das hat schon mal nicht funktioniert. Hätte ja sein können. Und gucken jetzt doch nochmal hier. Es ist doch meine Neugierde, ob ich recht damit habe. Ist jetzt doch da, die Neugier. Und schnell durch. Ja, hat doch geklappt. Aber ich glaube, hier ist nur Munition, oder? Ist das jetzt wirklich nur für Munition? Ernsthaft? Aber auf jeden Fall nehmen wir dann auch irgendwann mal die Uzis. Wir müssen nämlich jetzt 390 Schuss haben. Nach Adam Riese. Ja. Und nutzen aber jetzt erstmal die Armbrust mit Explosivammo, weil die halt ziemlich cool ist und ich die wirklich nicht verwerfen will. Das wäre echt schade. Oh, da ist eine Treppe. Das ist wichtig. Und danach würden wir dann die Uzis nehmen, wenn wir ein bisschen mehr Munition drauf gesammelt haben. Okay, dann schauen wir doch mal hier nochmal die Treppe hoch. Okay, hier wird es dunkel. Oh. Ich finde, das sieht irgendwie ein bisschen secret-technisch aus, oder? Hier liegen so viele Sachen rum, so schöne. Also ich finde, das ist eine Stelle für die nächste Folge. Ich glaube, das ist hier so ein Secret-Raum, oder? Den schauen wir uns mal in der nächsten Folge an, in der Hoffnung, dass es einer ist. Also, bis dann. Ciao.